Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute feiert die Kirche am 6. Januar das Fest der Erscheinung des Herrn. Die orthodoxe Kirche, unsere Brüder im christlichen Glauben, sie feiern heute erst Weihnachten. Im Evangelium von heute lesen wir, wie die Sterndeuter nach Jerusalem kommen und um Auskunft nachfragen bei Herodes. Und Herodes, er sagt ihnen dann Folgendes. Er sagt ihnen, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Wenn man diesen Satz einfach so hört und man weiß nicht, dass Herodes diesen Satz spricht, dann sagt man eigentlich ein guter Satz. Wir schicken jemand voraus, einen Boten voraus, der uns schon ein bisschen den Weg zeigen wird. Aber dieser Satz, auch wenn er nicht von Herodes gesprochen wird, wie oft hören wir diesen Satz? Nicht mit den Hintergedanken des Herodes, aber so in der Art, ja, geh du mal hin, bete du mal für mich, tu du mal was. Ich lasse dich jetzt schon ein bisschen vorgehen, aber ich habe noch Zeit oder ich brauche noch ein wenig Zeit. Liebe Brüder und Schwestern, diese Sterndeuter, sie waren Suchende, sie waren hungrig nach Gott und sie haben sich nicht bedienen lassen. Sie haben nicht jemand vorgeschickt. Sie haben sich selbst auf den Weg, auf einen sehr langen Weg gemacht und sie haben gefunden. Auch über diese Umwege, sogar über Herodes, haben sie das Licht der Welt, Jesus, den Sohn Gottes, den verheißenen Messias gefunden. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen nicht andere vorschicken. Wir wollen uns selbst auf den Weg machen, im Gebet, im Lesen der Heiligen Schrift, im Besuchen der Heiligen Messe, im Empfang der Heiligen Sakramente. Solange wir es können, wollen wir uns jede Mühe geben, um die Geschenke und das Geschenk, das Gott uns machen möchte, besonders in der Heiligen Kommunion, direkt, konkret und wie man heute so schön sagt, physisch zu empfangen. Für all diejenigen, die jetzt nicht in der Lage sind oder die krank sind, die sollten die Heilige Kommunion auch empfangen können. Und sie haben auch ein gerechtfertigtes Verlangen, um den Leib Christi, das Geschenk Gottes, zu empfangen. Liebe Brüder und Schwestern, Ihnen soll der Heilige Leib Christi gebracht werden. Und bittet darum, bittet eure Priester darum, dass sie euch besuchen und dass sie euch das Geschenk geben, das Gott allen Menschen geben möchte. So wollen wir uns auf den Weg machen und wir wollen vor Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, niederfallen, ihm huldigen, ihm die Ehre geben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.